Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Schaut mal, bei dem Level Schnüffel auf der Rolle, wo wir auch die Schnüffelchen am Ende der Rückseite des Levels gefunden haben, haben wir jetzt einen Stern. So ist das also. Man muss also wirklich auch noch die Schnüffelchen auf der Rückseite finden, ne? Um das Level zu 100% abzuschließen, ne? Gut. Und das müssen wir jetzt bei jedem Level machen, ne? Dann würde ich sagen, fangen wir doch heute damit an, ne? Und zwar natürlich, wo fängt man am besten an? Richtig, beim Anfang. Nämlich hier beim Dampflokrennen. Das haben wir eigentlich schon in der Demo gemacht, aber warum nicht nochmal? Ne? Und ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt auch was anderes an, ne? Und zwar bin ich dafür, dass wir in den Kaltwasserbottich steigen. Stimmt, da fällt mir noch was ein. Ich wollte ja meinen Yoshi wechseln, ne? Mann, dass ich sowas aber auch immer vergesse. Gut, dann machen wir das halt eben auch noch. Und zwar darf jetzt mal der gelbe Yoshi losziehen, ne? Dem kann ich aber schon noch das Outfit geben, oder? Ja. Gut. Das sieht aber irgendwie lustig aus, wie der da mit dem Kopf raushängt. Ich glaube, das Outfit werde ich eine längere Zeit anbehalten, ne? Also, den jetzt Part. Na dann suchen wir auch hier mal die Schnüffelchen, ne? Was? Der sucht doch auch noch nach Kunstwerken. Stimmt. Genau, ich habe jetzt auch die Kunstwerke alle gesammelt, also beziehungsweise die Souvenirs. Aber auf der Rückseite sind auch immer noch welche. Was sucht er denn hier? Ein Papierflieger. Okay. Dann halte ich hier mal Ausschau. Nicht nur nach den Schnuffelchen, sondern auch nach dem Papierflieger. Was könnte der denn sein? Ich muss gestehen, es ist schon wieder eine Weile her, seit ich das Level hier auf der Rückseite das letzte Mal gespielt habe. Gab es da diesen Papierflieger überhaupt? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ach, der ist schon der erste. Na dann. Ich erinnere mich, dass es nicht wirklich schwer war, die zu finden, ne? Kein Wunder, ist auch das erste Level. Gut. Den kann man auch übrigens als Ei verwenden. Stimmt, das habe ich ja schon im letzten Part präsentiert. Man kann die ja auch als Eier verwenden, ne? Und sie kommen immer wieder zu einem zurück. Also genauso wie die Zugteile in diesem Level. Joa. Aber gut, passt ja. In Yoshis... Quatsch. In dem 3DS-Port von Yoshi's Woolly World, da wurden diese Viecher ja erfunden, ne? Und da haben sie ja quasi Noob-Support dargestellt, aber man konnte mit denen auch unendlich Eier haben. Also es war wirklich für Leute, die einmal im Monat ein Videospiel spielen. Oder besser gesagt einmal im Jahr. Und Yoshi's Woolly World, das war sowieso schon, wenn man das nicht gerade auf 100% gespielt hat, sowieso nicht schwierig. So, treffe ich den jetzt mal? Ja, zum Glück. Also wenn das Spiel nicht auf 100% gespielt wird, dann verstehe ich nicht, wie man da Probleme haben kann. Aber ich glaube, aber wenn ich mich recht erinnere, haben die einem sogar geholfen, Secrets zu finden, ne? Und das würde ich in dem Fall allerdings nur nutzen, ne? Wenn man vielleicht mal was verpasst hat oder so. Apropos verpassen, ne? Wo ist denn jetzt diese Papierflieger? Ah, da. Völlig offensichtlich. Na dann, nein, wir machen noch weiter. Einer fehlt uns ja schließlich noch. Und wir müssen unter 2 Minuten 30 im Ziel sein. Mit allen Schnüffelchen. Gut, wo ist der letzte? Ah, hier, ganz simpel in der, Bohnenpackung versteckt. Weil da stand ja Jelly Beans drauf. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber gut, da ist auch schon das Ziel. War aber doch knapper als gedacht. Denn erst dann taucht Fuji auf und gibt uns die Blume. Die wir uns hart verdient haben. Mal schauen, ob wir uns noch mehr auf der Rückseite anschauen müssen. Aber diese ganzen, oh, ich suche nach etwas, Aufgaben, die mache ich sowieso alle offscreen, weil das nimmt nur unnötig Zeit weg. Verstehe auch echt nicht, warum man das eingeführt hat. Aber so komische Ideen, das hat Goodfield leider das Öftere, ne? Gut, hast du noch was oder kann ich gleich gehen, ne? Natürlich hat er noch was. 5 Milchflaschen, ne? Gut, das suche ich dann offscreen, wie gesagt. Jetzt suchen wir erstmal weiter nach Schnüffelchen, ne? Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Das machen wir am besten, wenn wir mit diesem, wenn wir das erste Traumjuwel haben. Das ist ja, wonach wir suchen, ne? Dann gehen wir nochmal zurück und holen die ganzen Schnüffelchen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um
die Story, also neue Level. Und dafür müssen wir erstmal 10 Grinseblumen zeichnen, müssen wir die, weiterzukommen. Sieht nach einem Vulkan aus, oder besser gesagt nach Gebirge. Und, ja, Gebirge passt. Die Pappkartonkuppe. Gut, mal schauen, was uns hier erwartet. Ein Wasserfall, wie es aussieht. Minenwagenhöhle. Na dann, los geht's. Boah, hier gibt's jede Menge Blumen. Wie viele waren es? Ich konnte es nicht zählen. Also von daher müssen wir uns hier besonders gut umschauen. Wenn es so viele Blumen gibt und die alle krass versteckt sind. Also. 3, 6, 8 Blumen. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wo die sind. Ja, dass die oben 3 rote Münzen haben, das war mir irgendwie schon klar. Was ist das hier? Ach, Bomben! Das sind aber, glaube ich, neue Gegner, oder? Weil bis jetzt muss man ja sagen, viele neue Gegner gab es bisher gar nicht. Bisher nicht nur diese komischen Eichhörnchen, die auf den. Nein, ich wollte noch gar nicht töten. Oder kommen sowieso immer wieder neue raus. Nur treffen der mich jetzt nicht unbedingt. Zum Beispiel, also diese Eichhörnchen, die auf der Rolle gelaufen sind. Aus dem letzten Part, ihr wisst schon. Ne? Das waren bisher irgendwie die einzigen neuen Gegner. Den Rest hat man schon in anderen Spielen gesehen. Ne? Leider. Aber das sind die Entwickler leider des Öfteren so drauf, dass sie, oder halt die verschiedenen Entwickler, nämlich zum Beispiel die von Yoshi's New Island, da kamen ja fast nur neue, alte Gegner vor. Ich mache mir auch gerade Sorgen, weil mein Outfit jetzt nur noch ein Leben hat. Ich sollte mich nicht zu oft treffen lassen, ne? Oh. Ich sehe schon, ne? Ja, der befindet sich hier, das ist ganz einfach zu durchschauen und... Ist das die erste Blume? Ja, okay, wir haben nichts verpasst. Wobei, zumindest was die Blumen angeht, bei den roten Münzen, ne? Kann ich nicht wissen, ne? Aber ich glaube, wenn ich mit Yoshi's Crafted World durch bin, dann nehme ich mir den SNES-Teil vor. Also, das allererste Yoshi's Island. Doch, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Oder doch lieber, Woody World. Was soll das jetzt hier? Komme ich da irgendwie hoch? Wobei, das sind ja auch wieder diese Schienen, ne? In Anführungsstrichen, ehrlich gesagt. Wirkliche Schienen würden anders aussehen, ne? Ich habe mir schon fast gedacht, dass da unten was ist. Irgendwie komisch, dass genau dieser Fisch sich von dem Wasserfall unterscheidet. Sieht schon irgendwo verdächtig aus. Aber könnte auch wieder nur so ein Souvenir sein, ne? Boah, das ist 100 Pro so ein Souvenir. Was? Habe ich gerade richtig gesehen? Die Piranha-Pflanze, die hat die Bombe gar nicht gejuckt? Moment mal. Hier, nochmal. Tatsächlich, das juckt die nicht. Lol. Piranha-Pflanzen sind scheinbar immun gegen Bomben. Warte, kann ich die eigentlich auch zu Eier verarbeiten? Ah, nee, sonst hätte Yoshi sie ja automatisch geschluckt. Alles klar, da muss ich die Piranha-Pflanzen schon hinterfragen. Ich meine, von der Bombe lassen sie sich nicht beeindrucken, aber von einem einfachen Ei. Alles klar. Das ist halt schon irgendwo komisch. Okay, da ist der Wagen. Na dann runter damit. Ich bin mir nämlich sicher, da unten ist die dritte Blume, oder? Ja. Müsste ja, wenn dann so sein. Vielleicht ist da auch was anderes. Nein, tatsächlich, da ist sie. Und so kommen wir nach oben. Und zwar ziemlich weit. Moment, ich möchte überprüfen, ob hier nicht irgendwelche Fragezeichenflatterer sind. Die Fragezeichenflatterer finde ich immer am fiesesten versteckt. Weil du musst halt quasi immer riechen, wo die sind. Du kriegst meistens gar keine Anzeichen darauf. Okay, manchmal ist es schon offensichtlich, aber... manchmal ist es schon offensichtlich, aber meistens halt eben nicht. Das ist das Problem. Und was ist... Was soll ich jetzt mit der Bombe? Warum war die da? Einfach so? Moment, da oben ist doch bestimmt was. Also außer dem Geschenk. Das sehe ich schon, aber... Vielleicht war ja irgendwie dann eine Wand oder so. So. Also halt die ich wegspringen kann. Wegspringen, alles klar. Nein, ich springe jetzt keinen Sprachenlern-Bubble-Witz. Das mit Bubble ist ja heutzutage auch so ein Meme geworden, ne?
Ich benutze momentan so viele YouTuber. Ich persönlich finde, ich weiß es gar nicht, was daran so lustig sein soll, außer halt das mit Sprachen lernen und das benutzen die halt meistens bei einem Versprecher, aber vielleicht nur bei Versprechern, aber das stimmt, das gleiche könnte man eigentlich auch bei mir immer wieder benutzen, ne? Ich persönlich finde es halt, wie gesagt, gar nicht so lustig, aber ja, das Tolle an Humor ist, wie ich immer sage, dass halt jeder selbst entscheiden kann, was er lustig findet und was nicht. Ich wusste, dass hier ein Fragezeichenflatterer ist. Das hat sich einfach schon so abgezeichnet. Ich meine, das war eine leere Wand, wo ja locker was versteckt sein könnte. Moment mal. Da oben ist doch auch was versteckt, richtig? Komm. Nein? Oh, doch. Da oben ist eine Wand, die ich wegsprengen kann. Ich wollte ihn noch gar nicht ausspucken. Aber egal, er ist zumindest nicht explodiert. So, rum. Dann kriege ich hier nichts. Und da muss doch was sein. Da könnte doch nicht nur drei Münzen sein und diese Sprungfeder. Und wenn ich ganz einleuchten mag, wozu ich die brauche. Ach, okay, dazu. Weil da eine Blume versteckt ist. Jetzt haben wir immerhin schon fast alles. Fehlen nur noch drei. Ja, das habe ich jetzt leider verschwendet, das Ei. Dann hole ich mal halt nochmal so einen Bombentyp. Aber genau das ist halt eben das Problem mit diesen Fragezeichenflatterern. Also neben der Tatsache, dass die halt so viel versteckt sind. Man muss halt immer ein Ei dafür haben. Das hört sich immer so falsch an. Man muss ein Ei dafür haben. Ja, ihr wisst, was ich meine. Einer von denen hat bestimmt eine rote Münze gehabt. Das war mir schon klar. Hat der Scheiger hier was? Flyguy, sorry. Ist ja ein Unterschied. Oh, da unten ist Blume. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Aber es ist auch gut, dass wir bisher keine verpasst haben. Hier ist wieder ein Fragezeichenflatterer mit Geld und mit einer roten Münze. Sehr gut. Also was 100% angeht, läuft es eigentlich gerade richtig gut. Weil wir haben 20 Herzen, wir haben uns fehlen nur noch zwei Blumen, wir haben 100 Münzen. Ganz ehrlich, das mit den 100 Münzen kann man noch gar nicht verkacken. Ja. Weil die sammelt man ja so oder so automatisch. So, was ist hier? Ein Fragezeichenflatterer. War mir fast schon klar. Und ein paar rote Münzen. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Moment mal, da ist ein Fragezeichenflatterer. Kann ich auf den schießen? Ja, natürlich kann ich das. Und jetzt? Ich glaube, das war wichtig für später. Gehe ich zumindest mal von aus, wo... Ja, es war auf jeden Fall wichtig, weil wir kommen jetzt auch in den Hintergrund. Gut, ich hätte den Fragezeichenflatterer auch von da noch treffen können, aber warum keine Arbeit sparen, wenn man es kann? Ne? Ja gut, warte, aber ich möchte doch gerne noch schon was da unten ist. Geld und Warte mal, da geht's weiter? Ich dachte, es geht da hinten weiter. Dann ist es also doch nur ein Secret. Woher ist das nur? Secrets sind wichtig. Ich muss aber sagen, die Musik gefällt mir hier allerdings nicht ganz so gut. Die fand ich in anderen Leveln besser. Aber ist auch nur meine Meinung. Und das hätte jetzt ganz schnell ein Tod sein können. Ach, da ist die Blume. Die vorletzte. Fehlt uns nur noch eine. Hoffentlich übersehe ich die nicht wieder so lame wie im letzten Part. Und die roten und die Münzen sind, das sind alles gelbe, oder? Ich überprüfe natürlich trotzdem jeder einzelne. Okay, da oben scheint tatsächlich zu sein. Weil da könnte sich halt trotzdem, wenn Goodfield gerade fies drauf war, immer noch eine rote drunter verstecken. Aber das mit den Fischen ist eigentlich auch ganz cool, dass die halt quasi den Wasserfall kaputt machen und man sich dann den retten muss. Okay, da war tatsächlich irgendwo nur eine Blume. Obwohl, da ist ein Checkpoint. Hä? Und das hier sind. Das waren die letzten roten Münzen. Okay, dann hätten wir das zumindest auch mal abgehakt. Und jetzt? Wieso geht es hier auf einmal weiter? Und warum der mich jetzt gerade nicht getroffen hat, das würde mich auch interessieren. Es war nicht ein Treffer, aber es hat irgendwie nicht gezählt. Na komm. Komm her. Du Hüpfbombe. Ja, stimmt, zunächst den Gegner jetzt ab jetzt. Hüpfbombe.
Und da ist die letzte Blume. Alles klar, dann haben wir die auch schon mal. Jetzt darf ich mich nur noch nicht nochmal treffen lassen. Ne? Oh nein. Das wäre es, wenn mir das noch versauen würde. Guck mal, kann man eine Lore verwenden? Wo? Nein! Nein! Ach stimmt, der Pokéton schützt mich selbst davor. Oh, ich dachte schon. Kurze Frage. Wie soll das bitte schon funktionieren? Aber warte, ich weiß, man muss sie da hochschieben. Dann sich draufstellen und dann. Nur so kommen wir dann überhaupt da hoch. Verstehe ich schon. Ne? Ja, dann war dieses Level doch ein voller Erfolg. Wir haben alle Blumen, wir haben alle Red Coins, wir haben alle Herzen. Und wir haben 100 Münzen gesammelt. Ich glaube irgendwie, es gibt auch gar keine andere Mission außer sammle 100 Münzen. Ne? Irgendwie schade. Aber gut, man muss damit klarkommen. Dafür haben wir genug andere zu sammeln. Ne? Trotzdem so ein bisschen mehr Variation hätte ich mir schon gewünscht. Aber das Level ist ja trotzdem noch nicht auf 100%. Wir müssen ja noch die Poochies sammeln. Ne? Ja, so nenne ich die auch. Ich nenne die jetzt deswegen Poochies, weil der 3DS-Port von Yoshi's Woolly World hieß ja auch Poochie und Yoshi's Woolly World. Zugreise mit Pfiff. Ach, der Zug kommt wieder zurück. Sehr schön, hab ihn schon fast vermisst. Ist ja nicht so, als wären wir vorhin erst mit ihm gefahren. Na dann. Aber das mit dem, dass wir die Level immer von der Rückseite erleben können, ne? Ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Und das ist eine ganz schöne Neuerung. Und die Musik ist eigentlich auch ganz nett. Ist zwar wieder ein Remix von dem Original-Theme, also das, was wir im ersten Level schon gehört haben und was wir auch in der auf der Overworld hören, aber naja, was soll's. Mal schauen, ob wir auch hier wieder erfolgreich sind. Wünschen würde ich es mir ja. Vor allem, weil die Zuglevel mir tatsächlich bisher immer am besten gefallen haben. Gut. Oder halt der Zuglevel. Und wir sind dann noch nicht wirklich mit dem Zug gefahren. Ne? Leider. Für nur ein paar Minuten. Aber allein diese Idee hat mir gefallen. Ne? Und das hier ist die Blume. Wie viel gibt es eigentlich diesmal? Ach, diesmal gibt es nur wieder 6. Karamellblocks. Es wird sogar noch Werbung gemacht. Nett. Karamellblocks. Na, von Karamell bin ich irgendwo auch ein Fan. Ich finde, das ist eigentlich ganz lecker. Auch wenn ich nicht so oft die Möglichkeit habe, welches zu essen. Ne? Höchstens, wenn man in der Schule mal in der Mensa Glück hat und die das als Nachtisch anbieten. Aber ansonsten, ne? Ich wusste, dass hier was ist. Gut, das ist für diesmal. Oh, die Fake-Blumen. Die gibt es also auch wieder. Für die, die es nicht wissen, wir müssen auch wieder einen Zug zusammensetzen. Ne? Alles klar. In Yoshi's Island gab es auch hin und wieder ein paar Fake-Blumen. Die Shy Guys lieben es hier echt rumzuspringen, ne? Und die haben halt hin und wieder mal gern verarscht. Und das machen sie auch in diesem Spiel offenbar wieder. Ja, kein Wunder, zu was anderes sind die sowieso nicht zu gebrauchen, ne? Weil gefährlich sind sie nicht. Man kann ihnen sehr leicht ausweichen normalerweise, aber hier sind es ja offenbar nicht mal Gegner. Ach, jetzt check ich das. Das sind gar keine Zugteile, das sind Brückenteile. Weil die Brücke dann Kamek höchstwahrscheinlich im Arsch ist. Ja, dass hier oben was ist, ist eigentlich jedem klar, der klar denken kann. Klar, klar, klar. Ich liebe das Wort klar. Kann es sein? Hier sind Herzen. Hätten wir die auch schon mal zusammen. Aber das ist ja nie der große Akt, alle Herzen zusammen zu kriegen. Eher ist es schwieriger, alle zu behalten. Das heißt, sich von nichts treffen zu lassen. Ja, ich könnte die theoretisch schon einsetzen. Das mache ich jetzt auch einfach mal, weil ich Lust gerade habe. Das letzte ist wahrscheinlich auch nicht so weit weg. Ja, nämlich genau hier. War keine 2 Zentimeter von der Brücke entfernt. Sogar hinter einem Fragezeichenflatterer. Und schon kann der Zug wieder fahren. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe das Spiel irgendwie jetzt schon. Es ist so gut bisher. Kein Wunder, Goodfeel ist eigentlich schon ein ziemlich guter Entwickler. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hoffe, da waren keine roten Münzen darunter. Und die sind jetzt natürlich weg. Weil Goodfeel ist eigentlich schon ein ziemlich guter Entwickler. Kann man nicht anders sagen. Hier, ich kill dich mal, weil ich Bock habe. Na, daneben nicht. Ach, das sind jetzt sogar die Fledermäuse wieder. Also, das sind eigentlich schon ziemlich gute Entwickler. Allerdings
schaffen sie es meistens nicht, die Qualität ihrer Spiele bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Außer bisher in Yoshi's Woolly World. Da war das Spiel wirklich von Anfang bis Ende klasse. Weil die haben ja nicht nur Yoshi-Spiele entwickelt, die haben ja auch Kirby und das magische Garn entwickelt. Und WarioWare The Shack Dimension für die Wii. Wario Land meine ich, wenn da, ne? Der bisher letzte Teil dieser Reihe für die Wii. Und halt eben Yoshi's Woolly World. Und dieses Spiel halt eben auch. Und ich glaube, die waren für die, die waren nicht für die Riesenbosskämpfe in Mario und Luigi. Für den Team Brothers verantwortlich. Das war, wie hieß die Firma nochmal, die Yoshi's, New Island gemacht hat? Was, schon das Ziel? Mir fehlt eine Münze. Und 11 rote Münzen, ne? Wie denn das? Beziehungsweise 9 rote Münzen, ne? Wo habe ich denn die alle übersehen? Oder kommen die jetzt hier noch? Okay, die kommen jetzt tatsächlich noch. Oh, ich dachte schon, ich habe irgendein Mega-Secret übersehen, ne? Wobei, ist hier schon das Ziel? Jetzt, dann fehlen mir trotzdem immer noch 3 rote Münzen, ne? Oh, wahrscheinlich sind es genau die, die wir übersehen haben, oder? Oder wo ich nicht aufgepasst habe bei der Zugfahrt. Das ist bitter, das ist wirklich bitter. Also ich werde die mal kurz holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich zeige euch jetzt einfach mal nicht, wo die sind, weil ihr wisst ja, wo die sind. Ihr wisst es ja. Wobei, der Part endet es auch gleich. Ja, dann schaffen wir noch ein Level. Dann hole ich die einfach offscreen, ne? Gemauserte Magneten, ne? Ach, die Mauser kehren also auch wieder zurück. Mauser, das war zum einen Boss in Super Mario Bros. 2. Und es sind diese kleinen Gegner. Wobei, haben die nicht einen anderen Namen? Ich dachte, die heißen irgendwas mit Bad Red oder so. Oh, und die Sperrgeis. Selbst die kommen zurück. Ach, und das sind wohl die angesprochenen Magneten, ne? Ja, wobei, das Level, glaube ich, das dauert jetzt zu lange. Dann suche ich am besten... Dann hole ich am besten doch noch die roten Münzen, ne? Aber ich schneide noch rein, ob das wirklich die sind. Hä? Wieso blinkt das so? Ach, man kann es sogar einmal kostenlos jetzt machen, ne? Na dann nutzen wir die Zeit noch am besten und holen uns ein neues Outfit. Wenn es schon steht, dass wir es einmal kostenlos machen können. Na dann. Was bekommen wir denn da raus? Hoffentlich irgendwas Gutes. Die Bonbon-Schachtel. Nee, Bonbon-Schachtel. Toller Name. Joa, gut. Das reicht fürs Erste. Gut, dann suche ich jetzt noch die Münzen zusammen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr da gerne einen Daumen hoch geben. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Seht ihr das? Seht ihr es? Nein? Hier, das hier. Dieses Geschenk, was einfach mal random vorm Ziel platziert worden ist. Da ist übrigens die letzte Münze. Die anderen zwei... Ich weiß alles das selber nicht, wie ich die gefunden habe. Lassen wir es einfach am besten so einfach so stehen.